Frauen am virtuellen Brunnen, noch nicht am Fluss, aber weiterhin am Brunnen, im November 2023. Und wir sind ja jetzt schon so viele Jahre zusammen am virtuellen Brunnen. Auf der Webseite, da ist das Bild vom Brunnen, das die Anna gemalt hat. Sie ist also maßgeblich dabei und seit langem. Wie lange ist das? 5 Jahre, 6 Jahre, dass wir das machen? Also ewig. Und ich freue mich, dass jetzt sowohl Anna natürlich dabei ist, von ihrem Tanzen rechtzeitig zurückgekommen, und dass Monja wieder dabei ist, die wir lange. Ja. Wunderbar. Und da fangen wir gleich noch mal kurz mit dem Check-in an, bevor wir dann ins Thema gehen. Monja, ich gebe gerne an dich. Mir geht's wieder gut. Das halbe Jahr war schmerzhaft und schwierig, aber die Operation war also wirklich toll. Und die neue Hüfte funktioniert und ich gehe auch schon ohne Krücken und ich traue mich auch schon hinaus. Wir sollen zwar nächste Woche Schnee kriegen, da muss ich erst schauen, ob ich da rutschen will, aber ich habe auch mehr Energie, also es geht mir gut. Und ich bin sehr zufrieden mit allem und auch glücklich darüber. Ja, das ist in Wien soweit. Wie gesagt, wir werden heute die Balkonblumen erst weggegeben, die haben alle noch so schön geblüht. Und wir werden nächste Woche Schnee kriegen. Also werden wir schauen. Ja, habt ihr irgendwelche Fragen an mich? Nein, gut. Also dann gebe ich weiter an die Marie-Rose. Ja, ich grüße alle euch, freue mich über unseren kleinen Kreis und auch wirklich, dass Monja wieder da ist, freut mich auch sehr. Ich war heute bei den Enkelkindern und war wieder schön und entspannt und sind einfach, ich freue mich wirklich sehr. Ich habe ganz tolle kleine Enkelmädchen. Wirklich, das ist mir eine richtig große Freude, da mitzubekommen, wie eine allernächste Generation da aufwachsen kann und wie Kinder sich entwickeln können, wenn es ihnen gut geht und wenn sie Raum haben, um ihre Kreativität auch zu leben, wenn sie gehört werden und so. Ja. Das ist das, womit ich heute vielleicht hier bin. Ja, soweit. Und meine Tochter hat am Montag, wird sie 42. Ja, ich merke diese Generationen. Ich werde 70 in einem knappen Monat. Und ja, wird mir so langsam bewusst, wohin es für mich geht und dass sie so ein richtig Erwachsene, mitten im Erwachsenenalter gerade drin ist. Ne? Ja, also von daher, Thema Generationen miteinander ist für mich schon auch aktuell. Dann gebe ich weiter an dich, Erika. Ja, danke dir. Also ich finde das Thema Generationen auch sehr, sehr interessant und auch so im Hinblick auf Übergabe, also dass man selber oder in die zweite Reihe treten kann und dass dann eben die so im Leben stehen, die so ab 40 dann im Grunde genommen auch mit Unterstützung der zweiten Reihe auch so gut in ihre Kraft kommen kann. Und ich glaube, dass diese Unterstützung sehr, sehr hilfreich wäre. Da kommt so für mich das Thema auf Älteste, dass ja wir dann auch eben in eine andere Rolle schlüpfen. Ich merke es auch an meinen Enkelkindern. Der Älteste ist 20 und die Jüngste ist 5. Und zwei auch tolle, tolle Enkelmädchen. Und es ist ein Hick und ein Hack. Und wo wir auch so mit reingezogen werden und wie wichtig das ist.
ja, sich da auch so zu positionieren, so auch mit Weitblick. Also einfach in die Zukunft zu gucken und jetzt sich auch nicht von allen Emotionen so mitreißen zu lassen und, und. Also ich denke mir, da haben wir eine große Aufgabe und dieser Austausch zwischen den Generationen ist ein tolles Thema. Geht mir auch so. Genau. Heidi oder Anna? Ich glaube Anna und Heidi, du hast ja, machst ja dann immer die Nachhut, Nee, gell? ich kann schon jetzt machen, weil ja Anna hat das Thema vorgeschlagen, was wir noch genau benennen müssen. Und das würde ich ihr dann gern überlassen. Insofern Check-in mache ich jetzt mal kurz. Ja, heute war es noch mal ganz schön. Ich habe draußen wieder ziemlich viel gemacht, aber ich habe jetzt doch den Zitronenbaum reingehievt und den anderen Zitronenbaum zugemacht, weil es soll Richtung 0 Grad gehen jetzt über Nacht ein paar Tage. Und das ist schon sehr früh. Das hatten wir letztes Jahr erst im Januar. Aber ich habe es geschafft und freue mich auch drüber. Und ja, noch so einiges. Und ich kann leider über Enkelkinder nichts berichten, die so sehr toll sind. Aber dafür habe ich zwei tolle schwarze Wesen hier rumliegen. Und die sind wirklich auch ganz toll. Irgendwie berührt mich immer sehr. Und dann eben auch die Kätzchen sind, ja, die sind ein bisschen Lausbuben, sagen wir mal, Lausmädels. Ja, das ist mein direkter Generationskontakt. Ja, mir geht es eigentlich gut. Ich fühle mich ziemlich kräftig auch und freue mich. Und bislang hat mich die Winterdepression noch nicht erwischt. Und ich hoffe, es bleibt so. Ich gebe jetzt weiter an Anna für Check-in und dann auch für dein Thema, wie du drauf gekommen bist und was du da gerne erörtern möchtest. Gerne. Also wie gesagt, ich komme vom Tanzen und ich bin immer wieder total dankbar. Ich bin da bestimmt die Älteste und bin halt beweglich wie nix und merke halt einfach, boah, da ist einfach eine Freude dran, dass ich da dabei sein kann jeden Tag und dann auch einfach sich zum anderen, jemand anderen sozusagen in Schoß legen und einfach ausruhen. Also es ist einfach nährend. Das ist das eine, wo ich herkomme. Und auf das Thema kam ich eben, weil letztendlich ist die Ursache hier, der Brunnen hier, den wir hier, ihr kreiert habt und ich bin dazu gestoßen, hat das dazu geführt, dass ich hier vor Ort einen zweiten Brunnen gegründet habe und da ist dann auch das Bild entstanden, weil ich gesagt habe, ich hätte das gerne live und jetzt habe ich so eine Chance, sehe ich eine Chance, im Prinzip eine zweite Runde entstehen zu lassen, eben ein Crossover, ich weiß ja nicht, wie man es nennen könnte, diese Idee, weil ich eine ehemalige Schülerin, die mich beim Yoga getroffen hat, die hat mich erkannt und dann haben wir eben uns ausgetauscht und wir haben beide großes Interesse an Co-Creation. Sie ist ausgebildete Grafikerin und auch, wie nennt man das, Kunsttherapeutin. Ich bin ja auch an Kunst interessiert, aber noch mehr an wirklich an Co-Creation, also miteinander sich unterstützen. So im Sinne von, ich bin ja doch stark vom Veit Lindau beeinflusst, dieses wir erschaffen einander und wir können einander ein gutes Fruchtwasser sein, letztendlich. Und ich habe auch keine Enkelkinder. Aber ich darf eben noch, habe die Chance mit Seniors at School, dürfte ich jetzt mit meiner Kollegin, auch GfK-Trainerin, sogar eine Lehrerfortbildung machen, eine schulinterne Lehrerfortbildung, 4 Stunden GfK. Und da bin ich zutiefst dankbar. Ja, und das sind ja auch in einem Alter genau eben in der Mitte des Lebens diese Grundschullehrerinnen. Und da würde ich mich einfach freuen über keine Ahnung, was dann entstehen wird, aber dieses reizt mich total. Bin auch sehr dankbar, weil ich zum Beispiel einen Satz, das ist mein Schlusssatz, gehört habe von ihr. In 90er Jahren habe ich die NLP-Ausbildung gemacht und ich habe mich ja bisher so eher kritisch gesehen, weil ich ja nicht wirklich gut angekommen bin mit meinen innovativen Ideen in der Schule, Schulsystem zu verändern. Jetzt hat die mir gesagt, sie hat mitgekriegt, dass ich, und es war sehr interessant für sie, dass ich von NLP gesprochen habe. Also dann habe ich mir gedacht, hey, wieso habe ich das Schülern erzählt? Aber die muss schon
in der 10., 11. Klasse gewesen sein. Und dann habe ich das wohl erzählt. Und das hat sie hellhörig gemacht. Ja, also dann lade ich sozusagen ein zum Sammeln von, was könnte Neues entstehen durch diese, wir sind ja hier auch eine Generation, durch sowas wie ein Überkreuzen. Da kommt ja dazu, dass einige von uns lehrtätig unterwegs waren, zumindest, und damit anderen Generationen ja zu tun hatten. Ich meine, das geht mir ja auch so. Ich hatte auch manchmal, wenn Schüler kamen und haben gesagt, du hast damals das und das gesagt oder das und das gemacht und das hat mich sehr beeindruckt oder weitergebracht. Normal weiß man das ja als Lehrer gar nicht, was man für einen Impact hat auf die Schüler. Und das ist dann schön. So eine Begegnung, wie du hattest, dass du erfahren kannst, dass du was hast bewirken können, nicht? Und die Erika hat ja angesprochen, dass wir in unserem Alter hier am liebsten noch was bewirken wollen. Und wahrscheinlich haben wir das ja schon getan vorher. Und wie können wir das jetzt vielleicht noch anders gestalten? Mal gucken. Ja, mein ältester Enkel ist 28 und wir werden ihn morgen besuchen fahren, weil er hat die Wohnung meiner Mutter übernommen, in der schon viele andere Mieter auch gewohnt haben. Und er redet jetzt auch davon, dass er da Verlobungsringe und Hochzeitsringe und so weiter. Also er hat eine Freundin, die sehr, wie soll ich sagen, also sehr erdgebunden ist und ihn hoffentlich auch ein bisschen motiviert, was zu tun. Er ist sehr gut handwerklich und ihm die Wohnung zu überlassen. Also wenn meine Eltern diese Wohnung nicht damals mit Bausparvertrag, war das üblich, erspart hätten und ich sie nicht erhalten hätte in all den Jahren, ja, dann hätte er eben keine Wohnung in dieser Art. Und das ist ein schöner Bezirk und wunderbares Umfeld, also alles da, also viel idealer als bei uns hier in Hietzing. Es macht sich ein Bezirk und alle Geschäfte, die man braucht, also das Umfeld ist uns, die Wohnung selbst ist in einer Anlage, die abgeschlossen ist und keine Gated Community, aber trotzdem, also man kann nachts zum Beispiel nicht hinein. Und mit Bäumen und. Also es ist sehr hübsch. Und das freut mich einfach, dass er das schätzt auch, dass er das hat und dass er da sehr viel Energie hineingesteckt hat, die Wohnung, also nach seinen Vorstellungen jetzt umzubauen. Kurz, er hat alles rausgerissen und jetzt wieder halt hinein gegeben, aber eine ganz tolle Küche und so weiter und so weiter. Die jüngste Enkelin ist auch schon über 20 und also da ist dann. Also ich wüsste nicht mehr, was ich ihr sagen, also ich frage sie direkt, aber so, was sie ihre Interessen oder was sie anzieht und so. Also das würde ich würde nicht mehr wagen, ihr etwas zum Anziehen zu kaufen, weil das ein völlig anderer Geschmack ist. Und ja, andererseits sehen wir sie häufig. Also es ist nicht so, dass wir sie nur einmal im Jahr sehen. Und das ist auch sehr schön. Also wir haben sie quasi alle drei Enkel aufwachsen gesehen, weil sie sehr in der Nähe wohnen, einen Block weiter. Und haben sie also in den Kindergarten gebracht und in die Schule und Sachen nachgetragen. Sie waren sehr involviert. Und jetzt merke ich aber schon, dass ich mich etwas zurückziehe, weil ich einfach vielleicht auch durch die Erkrankung, aber andere Schwerpunkte setze. Aber wir haben natürlich alle
das alle zusammen. Das heißt also Großfamilie Rudel auf WhatsApp, dass wir also ständig uns austauschen jeden Tag und Fotos schicken, was gerade interessant ist und so. Also wir haben schon sehr kontinuierlichen engen Kontakt und das ist auch schön. Also auch mein Mann schätzt das sehr und aber das, also von meinen, also ich habe nie mit ihnen über Wilber gesprochen, ich habe nie mit ihnen über das Integrale gesprochen oder über den Buddhismus, auch nicht mit meinen Töchtern, aber die sind von selber dann drauf gekommen. Also da hat sie mit Yoga begonnen und Meditation. Ja. Also ich merke, dass ich, wenn sie auf mich zukommen und was fragen, dann gebe ich ihnen gerne. Aber ich laufe ihnen nicht nach und sage, und das und das und das und das solltest du und könntest du. Und das war wichtig und das ist auch jetzt noch wichtig. Na, die Dinge ändern sich wirklich derartig und ich bin froh, dass wir soweit die Technik bewältigt haben, um zu kommunizieren, so wie hier auf Zoom. Und ich habe auch mit den Kindern, also FaceTime auf dem Handy, wenn ich im Spital war oder wenn sie im Spital waren. Und das ist, ja, es ist ein ziemlich entspanntes Verhältnis zu den Enkeln. Und zu meinen Töchtern auch. Also die eine Tochter ist jetzt nach Kärnten gezogen, also ins südlichste Österreich. Hat traumhaft dort eine sehr schöne Wohnung mit ihrem Freund oder Partner eigentlich gemietet, also nicht gekauft, in der Natur und fährt herum. Also die hat wirklich jetzt Ferien, glaube ich, bis sie in Pension geht. Die ist auch schon 50. Also daran habe ich, merke ich eben, dass ich doch schon älter bin, weil sie ist auch schon alle über 50 sind. Ja, das ist soweit einmal mein Beitrag. Danke. Vielleicht äußere ich eine Bitte, ob ihr eine Idee habt. Also ich glaube, ich habe geschrieben, ich habe es als sehr bereichernd empfunden, den Coaching Circle mit dem von Otto Scharmer. Also das war im Prinzip, haben wir zu viert waren wir oder fünf, einen Menschen begleitet und zwar eben nicht nur kognitiv für sein Projekt. Wir haben immer das U gemacht, sind durchs O gegangen und haben halt Ideen entwickelt und versucht zu unterstützen, aber eben nicht nur auf einer kognitiven Ebene, sondern emotional und vor allen Dingen mit Bildern, mit Fantasien. Und ich muss sagen, ich bin auch motiviert durch die Jinkies, gibt es den Dream Arc, das seit einiger Zeit da rausgekommen ist, wo wir uns verbinden eben mit allen Tieren dieses Planeten zum Beispiel. Also das finde ich unglaublich spannend. Merke auch, da verändert sich jetzt endlich mein Verhältnis zu dem anderen Lebewesen des Planeten, weil ich komme ja übers Tanzen, komme ich sozusagen in andere Zustände. Und wenn andere sagen, über die Naturerfahrung auf dem Berg oder so, das ist für die das Schönste, habe ich eben bisher nicht gehabt. Und jetzt merke ich eben auf dieser Ebene von Bildern, Geschichten, eben auch Tieren, Krafttieren, toten Tieren. Das ist alles, finde ich, eine Möglichkeit, jemand anderen zu unterstützen, die in das eigene zu kommen. Also eben, und das ist die Grundidee, dass wir in einem Kreis zusammenkommen, so wie hier, aber eben mit einer anderen Struktur vermutlich. Genau, und ob ihr da Erfahrungen habt, was da euers ist, wie sozusagen, wenn jetzt die Einladung kommt, dieses auf dem künstlerischen Weg, aber eben meine ich eben nicht nur da, sondern wirklich einen Abend zusammenkommen und anderen zuhören,
durch Zuhören helfen, sozusagen Support geben, Kraft geben, aber auch durch andere Vorgehensweisen. Was hat es jetzt direkt mit dem Thema zu tun? Also ich habe ja jede Menge Coaching Circles. Ich mache habe im Moment 3 laufen. Mit 2 treffe ich mich jede Woche, mit einem anderen einmal im Monat ungefähr. Also ich kenne die Praktiken und das ist sehr, sehr spannend. Aber unsere Gruppe ist ja kein Coaching Circle, sondern ein bisschen was anderes. Wie stellst du dir da? Also, sag mal 2 Sachen. Einmal, was hat es zu tun mit der Begegnung, die du mit der Freundin hattest? Möchtest du dafür was? Oder willst du, dass wir in dieser Gruppe Coaching Circle machen, wenn jemand ein Problem hat oder sowas? Ja. Danke fürs Nachfragen. Nee, ich dachte tatsächlich, wir ändern hier an der Gruppe nichts, sondern mein Anliegen war wirklich, was könnte oder wie könnte sozusagen ein Abend, wenn wir jetzt nur mal, sagen wir, von einmal im Monat oder vielleicht zweimal im Monat, was könnte die Struktur sein, wie Frauen, es geht ja um Frauen, sich gegenseitig helfen können, in ihre Kraft zu kommen oder ihr Projekt zu unterstützen. Was seht ihr da für Möglichkeiten? Also nicht nur ich selber, also dass wir uns gegenseitig unterstützen. Dieses allein kriegen wir es eben nicht hin, sondern uns gegenseitig eben Ideen geben, unterstützen, Kraft geben, Support geben. Was ist denn es, was wir nicht hinkriegen alleine? Was willst du hinkriegen? Kreativ sein, Ideen entwickeln, die man alleine nicht kriegt. Eine andere Spur, also selber aus dem eigenen Engen in eine weitere Perspektive zu kommen, durch die Perspektiven anderer zum Beispiel. Machen wir das nicht manchmal? Aber ich will es nicht zum Zweiergespräch ausatmen lassen. Ich bin mal stumm ein Weilchen. Ich habe noch eine Frage an die Anna. Was hat dich jetzt mit den Tieren des Planeten in Verbindung gebracht? Also zuerst einmal eben diese Idee, dass beim Otto Schama, dass man Geschichten mit reinnimmt, nicht nur eben, sondern die Bilder, die inneren Bilder, die entstehen. Und speziell zu den Tieren, bei den Gene Keys gibt es eine Herangehensweise, dass jeder Genschlüssel, das heißt jedes Hexagramm, hat mit den 3 Frequenzen jeweils ein Tier. Und allein die Bilder anzuschauen oder die Geschichten oder eben sich mit dem jeweiligen Tier, also es sind sozusagen die Schildkröten, Würmer und was es alles am Boden gibt, stehen für einen Schatten. Dann gibt es sozusagen die Säugetiere als Gabenqualität und die Vögel, alle möglichen Vögel für die höchste Möglichkeit, also logisch, weil sie fliegen können. Das ist ja die Herangehensweise bei den Gene Keys. Und ich. Weil wir haben nämlich ein großes Vogelhaus bei unserem Balkon. Und das ist es ein Restaurant für die Tiere, weil wir geben also wirklich köstliche Nüsse hinaus. Und das Eigenartige ist, also die Eichkätzchen sind auch dabei übrigens, aber sonst sind es Vögel. Die Eichkätzchen haben ihr Nest in Sichtweite. Und immer wenn ich es auffülle, das Vogelhaus, dann ist als erstes das Eichkatzl da. Und dann kommen die Eichel her und die nehmen vom Dach die Erdnüsse und die Meisen nehmen also von drinnen die Wal- und Sonnenblumenkerne. Aber die Hackhierarchie der Tiere, also wir machen jetzt wirklich Studien, ornithologische, welche Hackhierarchie, ein Kleiber, zum Beispiel die Meisen, wenn der Kleiber kommt mit seinem spitzen Namen, sind die Weisen weg. Wenn es Eichkatzl drinnen ist, natürlich auf alle Fälle. Aber ich glaube nicht, dass wir sie vermenschlichen. Ich hoffe nicht, dass wir sie vermenschlichen und ihnen genau zuschauen.
Aber wir sind also dadurch mit dieser Art, der, vor allem der Vögel und auch der Echkatzeln, vertrauter geworden, sagen wir mal so. Wobei wir festgestellt haben, wir haben also diese Blumenkisteln immer, die noch sehr schön geblüht haben, und da vergrabt der Eichelhäher die Erdnüsse in der Schale. Dann kommt das Eichkatzel, buddelt sie wieder raus, alles ist voller Erde. Also dieses gegenseitige, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, den Vorteil, den eigenen Vorteil herauszuarbeiten, obwohl ja ohne dies immer alles da ist. Wir füllen dreimal am Tag das Vogelhäusl an, damit es also alle immer genug haben. Und trotzdem begreifen sie also nicht, dass sie in der Fülle sind, sondern sie müssen also immer noch ein bisschen realisieren. Und das ist für mich auch ein Thema, wie weit wir Menschen, Frauen, ohne dies in der Fülle sind die ganze Zeit und trotzdem uns nicht entspannt zurücklehnen können und sagen, es ist eh okay. Also wie weit das notwendig ist, nicht zu wissen, dass man in der Fülle ist, ist für mich zum Beispiel in letzter Zeit auch eine Frage geworden. Weil an und für sich, ja, also mein Mann sagt, dass es auch immer ist, es geht uns eh gut. Also ja, das ist mir zu den Tieren eingefallen, weil wir eben doch, obwohl wir ja mitten in der Stadt sind, ziemlich Kontakt auch zu Tieren haben auf die Weise. Abgesehen natürlich vom Hund meiner Tochter, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ja, danke, das ist mir noch eingefallen. Ja, und ich finde es jetzt spannend, von wegen Kooperation. Es ist ja im Grunde eine Art von Kooperation, dass der eine was vergräbt und der andere buddelt es raus. Oder man kann es auch anders sehen. Trotz Fülle, warum braucht man, dass man sich gegenseitig, ja, irgendwie, wenn man es so sieht, als sich beeinträchtigen oder so, oder sich behindern? Also eine negative Kooperation. Finde ich spannend. Ja, ich fühle mich jetzt so ein bisschen angezogen von dem Wort auch Kooperation oder auch so gegenseitige Unterstützung. Und ich hatte ja als Schulleiterin ganz viel mit jungen Kolleginnen, also mehr Frauen eigentlich auch zu tun. Und das war ja auch ein großer Teil von meinem Job, auch in der Personalführung. Und ich weiß, wie ich da so reingewachsen bin und so ein Blick auf die Qualitäten musste ich ja machen, den Blick auf die Qualitäten der Kolleginnen zu richten und wie wichtig das dann auch war, auch für mich, das zu sehen, also Qualitäten in anderen, in jungen Frauen und zu merken, die sind in einer ganz anderen Kraft, in einer ganz anderen Energie und als Spiegel zu fungieren, das zu spiegeln und nicht nur die beruflichen Qualitäten, sondern auch tatsächlich zu sehen, was ist denn da auch eine Essenz, was ist denn der Person wichtig, was so auch jetzt übers Berufliche hinaus und das dann auch zu spiegeln. Und ich glaube, das ist auch sehr geschätzt worden und hat mir aber auch sehr viel gegeben. Tatsächlich auch mein Horizont, mein Blick auch zu erweitern und zu gucken, ja, was ist denn, was kann man denn da an Schätzen auch sehen und bergen und das dann auch kommunizieren und jungen Menschen dann damit auch zu helfen, auch in ihre Kraft und in ihr Selbstbewusstsein zu kommen und dass das auch eine ganz, ganz große Aufgabe von uns Älteren ist. Und da auch eine Freude dran zu haben und keine Konkurrenz zu wittern oder zu sehen oder und jemanden da so auch begleiten zu können. Es waren auch oft ganz junge
ja, Mädels hätte ich beinahe gesagt, stimmt ja gar nicht, junge Frauen, die dann nach 3, 4, 5 Jahren so richtig, ja, das Gefühl hatten, so, und jetzt bin ich angekommen, und es war also, nee, eigentlich der schönste Aspekt von meinem Beruf dann auch. Also das, und auch umgekehrt jetzt, selber auch als, man wird ja selber auch gesehen und eingeschätzt und kriegt dann vielleicht auch den einen oder anderen Spiegel, und ist einfach gerade unter Frauen, finde ich das halt auch, ja, total schön und wichtig. Ich mag daran anschließen, auch zum Thema Schule und Kolleginnen von ganz unterschiedlichen Altern. Und ich habe die letzten 7 Jahre im Team gearbeitet, also Teamklassen gehabt, wo wir zu dritt waren mit 2 Klassenräumen. Und habe die letzten, ja, und habe da auch mit sehr, sehr jungen Lehrerinnen zusammengearbeitet, Kollegin, und da war der Unterschied so enorm groß. Da war auch eine, von der habe ich unglaublich viel gelernt, eine mit 24, die da angefangen hat. Und als die weggezogen ist, kam eine andere, die war wirklich, das war so schwierig, das war mir überhaupt nicht möglich, in Kontakt zu kommen damit. Obwohl ich jahrelang auch die Vertreterin der Lehrerinnen meiner Altersgruppe da von der, meiner Alter der Klassen war und ich da auch also da auch dafür gewählt worden war, dafür angesprochen war, und dann kam so eine ganz junge Frau und ich habe keine Chance gehabt, irgendwie in Kontakt zu kommen mit der. Die war auch nur jetzt auch was das nur darauf aus, zu gucken, dass es ihr gut geht in der Schule. Ob das auf Kosten der Kinder, ob das auf was auch immer war. Es war, ich war so schockiert darüber. Ja, das ist. Ja, ich bin es heute noch. Und dann hatte ich auch mit. Als ich schon eben über 50 war, hatten wir, es hat ein Loch, es war ein Loch da. Wir waren zu viert, die zwischen 50 und 60 waren, und dazwischen, zwischen 40 und 50 war niemand, da waren da noch zwischen 30 und 40, die daran gewachsen sind. Und es war wirklich so, dass wir, die Älteren, eher zusammen klarkamen und miteinander Projekte gemacht haben. Und die anderen haben sich mal dran gehängt, aber ansonsten waren die eher für sich. Und die saßen auch deutlich länger in den Pausen. Also ich habe ein bisschen, also von diesen Erfahrungen, außer von dieser wirklich einen Lehrerin, die wirklich sowas von toll war, mit der ich auch heute noch Kontakt habe, dass nach mir, also so 20 Jahre nach mir, so eine Generation war, die von ihren Eltern richtig gut umsorgt gewesen war und die echt ein bisschen gebraucht haben, um aus ihrer Egozentrik rauszukommen. Ist so ein bisschen, bin an dieser Schule, es ist natürlich, sind es. Das sind 10 Menschen, mit denen ich da zu tun hatte. Nein, im Ganzen 15, 16, ja, weil es noch zusätzliche Personen gab. Aber das war schwierig für mich. Und dann war ich schließlich froh, ja, als ich dann in Rente gehen konnte. Ich treffe mich mit den Kolleginnen meines Alters, treffen wir uns noch immer. Das sind wir zu fünft, wo wir uns noch jeden Dienstag treffen, morgens zum Kaffee trinken. Und haben jetzt eben die Themen mit unseren Eltern, die in Altersheime kommen oder dement werden oder sterben oder die ersten
Die ersten Partner, die ersten Ehepartner, die sterben oder die krank sind und sowas. Jetzt haben wir diese Themen gemeinsam, aber ich bin so dankbar über diese lange Zeit, wo wir nebeneinander Schule gehalten haben, dass da etwas entstanden ist, was weiterlebt. Ja. Und ich sehe nicht, dass ich da aktiv was gemacht hätte. Ich weiß, ja, weder für das eine noch für das andere. Irgendwie sind diese ganzen, so wie das sich entwickelt hat, das gibt mir noch Rätsel auf. Ich sehe, dass ich nicht über alles Kontrolle habe. Auch die Beziehung mit meiner Tochter. Ja, natürlich, die ist schön, sehr schön, ist auch im Laufe der Jahre noch schöner geworden. Aber die Kontrolle habe ich nicht und ich weiß auch nicht, ob ich bewusst mich bemüht hätte oder so. Oder was wirklich dazu führt. Ja, vielleicht gibt es Prinzipien oder ja. Für mich sind das alles Rätsel. Ja. Ich mag noch was ergänzen, danke. Also es ist jetzt breit geworden, Schule mit einbezogen. Ich wollte anknüpfen an das, dass man keine Kontrolle hat, habe ich ja erlebt. Ich habe es ja probiert, Kontakte herzustellen vor Ort, live, also sozusagen ein Netzwerk. Und habe auch so eine Zukunftswerkstatt, ja damals im Original ULEB hier in Gauting. Versucht, also immer wieder versucht und es ist mir nicht geglückt. Und jetzt plötzlich ist eine Resonanz da. Ich habe aber schon probiert, zum Beispiel die Franzi hier, die ist ganz jung, die ist erst 30, wollte Grundschule mit Gymnasium hier sozusagen, also die Lehrer verbinden, damit sozusagen auf der Ebene von Bildungssystem insgesamt die voneinander wissen, zum Beispiel. Und jetzt ist es irgendwie geglückt, und ich weiß noch nicht genau eben, wie es gehen könnte, damit es attraktiv ist für die. Also ich habe einen Versuch gemacht auf der Ebene Kunst und dieses, was Frauen miteinander machen in den Wintermonaten, sitzen und weben und stricken und ich habe es dann auch mal Art Session genannt, zeichnen und schöne Musik hören und dann eben Ideen spinnen. Das war, haben wir zu zweit gemacht und in diesem Winter eine einzige, die ich eingeladen habe, die eben reagiert hat, die hat ihr Nähzeug mitgebracht und ich habe halt gezeichnet. Und wir haben es beide schön gefunden und ich würde gern diesen Winter auf dieser weiblichen Ebene eben was ausprobieren wollen. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber das in Verbindung eben mit was tun, Musik hören, offen sein fürs Hören, aber eben auch mit einer Struktur, keine Ahnung, Brainstorming, Ideen, mit Ideen unterstützen, um eben Potenzialentfaltung letztendlich zu ermöglichen. Ja, weiß nicht, ob es jetzt deutlicher wird, wo meine Sehnsucht hingeht. Und ist das so, kann ich das jetzt richtig hören im Vergleich zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass du da eigentlich Unterstützung haben möchtest, damit du das tatsächlich, dieses Projekt diesmal so richtig in die Pötte kommt? Ja, weil das war so leicht mit ihr. Sie hat sich auch bedankt, dass sie mir eben gedacht hat, Mensch, ihr sozusagen Erfahrenen, habt ihr da Ideen, wie man das gut machen könnte, wie man das steuern könnte, dass das einfach eben nicht nur so ein Blitzlicht wird, dass es halt ein-, zweimal gut funktioniert, sondern was sind sozusagen die erfolgreichen Möglichkeiten, dass das Feuer sozusagen zum Brennen kommt. Naja, wenn du das Bild des Feuers nimmst, jede ist
eine andere Holzqualität, die dazukommt. Und jede entsprechend ihrer Qualität sein lassen. Ist das, was es also bei mir auftaucht. Also ich habe zwei höchst unterschiedliche Töchter, aber ich stelle mich eben auf jede dann ein, wenn ich mit ihr zusammen bin. Und auch die zwei Enkelinnen sind höchst unterschiedlich, aber mit jeder, weil eben jede ihre eigenen Qualitäten hat. Also die eine Enkelin hat jetzt ihr Diplom-Ingenieurin ist sie jetzt und hat auch einen tollen Job schon und auch verdient fantastisch bei der Gemeinde Wien Energie Recycling. Und der Enkel ist also das ziemliche Gegenteil davon, der Erstgeborene. Also der ist gut handwerklich und kommt auch gut im Job an. Aber im Studium, also da wird er noch lange herumwurschteln. Aber er hat eben andere Qualitäten. Und jeden für seine Qualitäten wertzuschätzen, ist mir jetzt leicht. Also früher hätte ich also sicher mehr einen Raster angesetzt, angelegt. Aber jetzt, das heißt, wenn du junge Frauen anziehen willst, dann geht es eigentlich meiner Ansicht nach nur über die Wertschätzung ihrer Qualitäten. Ja, ich hatte auch so das Gefühl, als wolltest du da ein Rezept, aber ich glaube, das Sicherste ist, wenn du ihnen zuhörst und wenn du da bist, zur Verfügung bist für das, was da in den Raum kommt, weil Marie-Rose hat ja schon gesagt, kontrollieren kannst du es gar nicht. Und wenn du ein Programm machst, ja, kann funktionieren, aber dann bist du so ein Animator und sowas und das hält normal nicht furchtbar lang. Also ich glaube, das Beste ist wirklich so zu sein, wie du bist und dich auf andere einstellen, wie die Monja sagt, und zuhören. Und nicht so sehr die eigenen Geschichten, die können natürlich auch kommen irgendwann, aber erstmal gucken, was kommt von der anderen Seite. Das wäre meine Idee. Noch zu ergänzen, weil ich glaube, unser allergrößtes Defizit, worunter wir leiden, ist, wenn wir nicht gehört werden und nicht gesehen werden und nicht anerkannt werden. Und wenn dann jemand ist, der plötzlich dich sieht und dich hört und dabei ist, dann entsteht sofort eine Zuwendung. Ne? Dadurch kann man Beziehung kreieren, ohne jetzt bewusst dran zu schrauben, sondern einfach durch das Sein. Ja, ich glaube auch, dass das ein erster Schritt ist und dass man, also wenn dann eine Vertrauensbeziehung da ist, dass man dann noch präziser hingucken kann, was genau verbindet uns? Was genau ist das gemeinsame Potenzial auch? Weil dann geht es dir auch gut, weil das muss es ja auch, ne? Du kannst ja, man kann nicht nur fokussiert sein auf den anderen, aber auf das Gemeinsame. Aus dem Hin und Her, hier bin ich, da bist du, in das Hallo. Es gibt immer ein gemeinsames Potenzial. Das ist eine Überzeugung, zu der ich auch gekommen bin. Und wenn man das entdeckt, dann geht es auch weiter in Neues hinein. Danke. Also das mit dem, was genau verbindet uns, ist jetzt finde ich, eine schöne Leitfrage. Mir ist jetzt klar geworden, was das Besondere ist, ist ja der Altersunterschied in einer Gruppe. Also da ist jetzt was passiert, dass ich da plötzlich gesehen werde und ich habe das Gefühl, da ist Augenhöhe, da ist zwar schon sowas wie, ich habe ja kein persönliches Interesse dran, ich will ja gar kein Geld verdienen oder so, sondern eigentlich ist mein Interesse eher vor Ort eben das, was entsteht an Netzwerk.
Aber diese jungen Frauen haben vielleicht beruflich, ich habe ja keine Ahnung, welche Frauen da dazukommen, dieses, statt zu konkurrieren, eben zu gucken, was ist das Gemeinsame, was verbindet uns, gibt sowas wie ein Ziel, weil ich beobachtet habe, und schon im lokalen Brunnen zum Beispiel gibt es eine Frau, oder gab's, die gibt's immer noch, aber die hat so ungefähr gesagt, sozusagen, sie ist 10 Jahre jünger und hat so ein bisschen die Nase gerümpft über die Alten. Weißt? Und wie kommt man in eine Kooperation, in eine wertschätzende Kooperation von eben zum Beispiel, das ist jetzt ja Mutter-Tochter, ich bin ja keine mit Kind, aber eben, ich könnte ja die Mutter sein. Und was ist ein Reichtum einer Frauengruppe, die eben altersunterschiedlich ist. Ja, aber du hast das heikle Thema der Mutter angesprochen. Und die Mutterbeziehungen, also ich weiß noch von den integralen Konferenzen, wo wir waren, wo wir also auch Themen, Schattenthemen dann in einer Frauenrunde zu bearbeiten versucht haben. Und ich habe gesagt, wählt euch aber für diese 1,5 Stunden ein Thema auf der Skala 1 bis 5. Nicht 1 bis 10, aber nicht die Mutter. Und was hat die Frau dann gewählt? Sie hat die Mutter gewählt. Also das Mutterthema spielt auch immer wieder hinein. In jeder, wenn du mit jüngeren Frauen zusammen bist. Was hat die für eine Mutterbeziehung gehabt? Was hast du für eine Mutterbeziehung gehabt? Das ist ziemlich unauslöschlich in allen. Also ich habe damals. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe eine gute Mutterbeziehung gehabt und dass manche Dinge waren für mich kein Problem. Und ich weiß aber auch, wie sehr andere Frauen unter oder an ihrer Mutter gelitten haben. Auch meine beste Freundin, die jetzt, glaube ich, 87 ist. Das Mutterthema zieht sich durchs ganze Leben durch. Und das darf man nicht ausblenden. Und du meinst, dass wenn jemand also eine schwierige Mutterbeziehung hat und jünger ist, dass es dann einfach ist, dass er das projiziert auf eine ältere Frau und sie dann als Mutter sieht und gar nicht auf Augenhöhe ist, so ungefähr, wie wir gerne wollten, nicht? In Jüngeren. Ich sehe Jüngere eigentlich, würde ich sagen, ständig auf Augenhöhe, ja, aber umgekehrt mag das halt durchaus nicht sein, ja. Und wie kannst du das ändern? Kannst du das überhaupt ändern? Von dir aus? Na, Schattenarbeit. Immer nur noch Schattenarbeit. Ja, ich meine nur, du kannst ja nicht den anderen Jüngeren beeinflussen, dass die Schattenarbeit machen, damit sie dich nicht als Mutter sehen. Das meine ich. Du kannst dich selber ja natürlich Kann man Schattenarbeit. das Thema der Schattenarbeit schon einmal auch, wenn es einem wirklich auffällt, dass Projektionen laufen? Glaube ich schon, dass die Schattenarbeit dann erwähnt werden kann, zumindest. Ich meine, du kannst für niemanden die Schattenarbeit machen, aber dass man doch klar macht, wie viel positive Energie dadurch gebunden ist, dass du deinen Schatten mitschleppst. Und es macht einen Unterschied, ob ich diese Mutterrolle, die da vielleicht auf mich projiziert wird, ob ich das Spiel mitspiele oder nicht. Ob Genau. ich da, und ob ich mir da klar bleibe, ja, dass ich nicht in eine Mutterrolle gehe. Ist leichter, wenn man Großmutter ist, dann ist es schon leicht. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, was mich jetzt als junge Frau an älteren Frauen angezogen hat. Also ich habe, wenn ich jetzt so zurückdenke, war das nicht für mich per se, dass mich jetzt alle älteren Frauen angezogen hätten. Auch so im Kollegium oder so, wo ich noch jünger war, war es eigentlich eher auch tatsächlich nicht die Regel, dass man eben mit den Älteren so beieinander war. Das waren nur einige, wenige, die dann auch sehr, wie soll ich jetzt das sagen,
wo ich so das Gefühl hatte, ja, die haben so ein geglücktes Leben oder das hat mich dann so interessiert, die dann auch so jetzt auf so also nicht verbittert waren, sondern tatsächlich irgendwie eine gute Ausstrahlung hatten, auch von sich aus dann auf Junge zugegangen sind oder auf uns so. Aber ich kann mich jetzt nicht an viele Frauen erinnern, die mich dann so angezogen hätten. Wobei ich schon ganz lang immer ein Auge auf ältere Frauen habe, so als Role Model oder wie auch immer. Also das interessiert mich jetzt schon, interessiert mich eigentlich schon lang. Und das waren aber nicht viele, wo ich jetzt auch sage, da hätte ich jetzt auch das Bedürfnis gehabt, jetzt in einer Gruppe oder in einer Frauengruppe, mit denen dann auch so zusammen zu sein. Also ich war immer von etwas älteren Frauen angezogen. 10 Jahre älter war normal oder vielleicht auch 20 Jahre älter, mit denen ich gerne zusammen war und auch gerne lernen wollte, obwohl ich mich nicht als Schülerin verstanden habe, sondern einfach nur, ah, spannend, ja, was die alles wissen und was die schon gemacht haben und so. Ich hatte selten Kontakt mit Gleichaltrigen. Oder gar älteren, aber jüngere. Bei mir ist es eher umgekehrt. Also ich habe relativ spät mit Selbsterfahrung begonnen, also mit Gruppen, wo ich also teilgenommen habe. Und da waren fast alle immer jünger als ich. Also ich habe dann bei einem Mindell-Seminar habe ich mir eine Frau dann ganz bewusst angesprochen, nachher, die älter war, weil ich endlich jemanden in meinem Umfeld haben wollte, die älter ist als ich. Aber ich war also immer gewohnt, die Älteste zu sein. Und bei den Wilber-Gruppen waren sie auch alle viel jünger, ne? Also, war irgendwo ist mein inneres Kind immer noch sehr lebendig und daher habe ich nie so Schwierigkeiten da gehabt. Also von Kind zu Kind sozusagen zu kommunizieren. Mir fällt auf, oder mir ist jetzt eingefallen, ich war zeitlang in Tempeln, also Frauentempel, Chameli Adak, also die kommen dir näher, das sind also Frauengruppen, es geht vorwiegend um Selbstliebe lernen, gut in Körperkontakt sein. Ich kenne natürlich auch die Frauengruppen aus dem tantrischen Kontext, genau, also ein Frauenbewusstsein zu kriegen. Und jetzt fällt mir ein, die Anita hat mich auch gefragt, ob ich eine Buchempfehlung hätte. Da war ich baff zum Thema eben Frau sein, aber eben vor allen Dingen politisch zum Thema Mann, Frau und also was sich da im Hinblick auf Patriarchat und die Veränderung tut. Das fand ich jetzt ganz spannend. Genau, also ich finde, da ist die Ausrichtung, was wollen wir eigentlich miteinander, schon eine wichtige Frage. Noch ergänzend, ich glaube, mein Fokus geht in Richtung etwas tun, etwas erschaffen. Bei den Tempelfrauen, deswegen habe ich auch aufgehört, hat mich nicht gereizt. Das war sozusagen nur Wohlfühlen. Da war keine Ausrichtung, miteinander ko-kreativ eben zu sein, also im Sinne von Projekte unterstützen, von anderen Ideen hören. Also ich finde diese Art von Lebendigkeit, kreative Lebendigkeit, das ist das, was mich persönlich sehr anzieht. Da fällt mir gerade ein, ich habe in Italien vor ein paar Jahren habe ich ein Archetypenseminar mitgemacht und da waren
auch einige ältere Frauen, also jetzt ich und eben einige ältere Frauen und auch jüngere. Und das war eine sehr schöne Sache. Da ging es halt einfach jetzt auch um diese vier Archetypen und wie man jetzt in verschiedenen Lebensaltern, was dann die Liebhaberin ist oder die Königin oder die Kriegerin und so. Und das war sehr spannend. Das war auch mit Bewegung und Malen und auch eigenen Geschichten. Und da kann ich mich jetzt gerade erinnern, da sind wir als Frauen total schön ins Gespräch gekommen. Also das war halt auch ein ganz tolles Thema mit Meditation und also das, ja, das war eine schöne Sache. Das war dann sozusagen ein Kursprogramm, ja? Ja, das. Das heißt, der Anna müsste sich dann sowas überlegen und sowas anbieten, oder wie? Naja, ich meine, kann man ja auch mal 4 Abende machen zu den verschiedenen Archetypen. Da gibt es ja tolle Literatur und schöne Sachen, die man da auch miteinander machen kann. Also, wenn man das möchte. Du hast jetzt eher die Tarotkarten genommen als Archetypen, weil über Archetypen gibt es ja Unmengen Ja. Bücher und Mythen. Nee, das waren keine Tarotkarten, das waren einfach, es gibt ja viele Archetypen, aber einfach die Klassiker, die vier, so wie Königin, Magierin, Liebhaberin und Kriegerin, das waren die vier. Und dann eben in den verschiedenen Lebensaltern, wie bin ich jetzt als ältere Frau jetzt? Wie lebe ich da meine Liebhaberin oder als junges Mädel oder so, also in der Richtung. War viel Austausch. Also ich habe mich jetzt, ich ist jetzt auch schon Zeit her, aber wenn ich mich das, ich erinnere mich an was sehr, sehr Lebhaftes und Ganz. Danke. Verbindendes. Also das finde ich eine ganz, ganz schönen, also ein Impuls, der mich sehr anspricht. Weil ich auch das Gefühl habe, das ist so, da kommt Farbe und Lebendigkeit und Lebendigkeit mit rein. Genau. Und ich wollte noch anknüpfen an dieses. Die Frauenqualitäten, wir weben, wir stricken, wir gerade in den Wintermonaten, wo ich mir denke, eben, boah, also Frauenabende, die wirklich, ja, Qualitäten in uns hervorrufen, so zwanglos eher, dass man ins Gespräch kommt. Über, ja. Meinst du denn, dass die heute 20 oder 25 Jahre noch häkeln und stricken und sowas können und vor allen Dingen das noch gerne machen? Das Ich ist glaube, wieder das war Mode. Tarnung. Das war Tarnung, dass die Frauen auch was Produktives gemacht haben. Da konnten die Männer nichts aussetzen, aber sie haben in Wirklichkeit, haben sie natürlich ihre Netzwerke gebildet. Ist mein Bild von dieser Zeit, also wo man gewebt hat gemeinsam und gehäkelt und gestrickt und ja. Aber wir stricken ja auch, aber auf andere Weise. Also jede von uns ist ein Faden und den verweben wir ja auch untereinander, ko-kreativ. Also, ja, ich habe nie gern gestrickt. Das war mal so. Ich habe immer Ich den Überbein entwickelt, wenn ich gestrickt habe. glaube, es ist tatsächlich eher, weil ja die Anita Kunsttherapeutin ist, dass auf der künstlerischen Ebene, also dass man malt oder eben zeichnet, dass auf der Ebene ein Impuls in Bewegung gesetzt wird. Also wenn ich wollte auch noch zwei Sachen, sind mir eingefallen, dass sich auch die Archetypen wandeln im Laufe der Jahrzehnte. Und mit dem Walter, also meinem besten Freund, Liebhaber etc., wenn wir zusammenkommen, wir zeichnen gemeinsam an einer Zeichnung. Und das ist auch immer sehr spannend, wo ist jeder gerade im Augenblick und können wir zueinander Kontakt haben? Also können wir uns miteinander austauschen? Und weil ich jetzt doch lang ihn nicht sehen konnte, weil ich ganz einfach nicht in der Verfassung war, ist es sehr spannend zu sehen, also wie wir uns jetzt doch wieder annähern, aber was machen wir jetzt miteinander? Also das ist die spannende Frage. Ja. Wie geht es weiter? Also es ist nicht so, dass es dann
jemals etwas Endgültiges ist. Es verändert sich immer zu, immer weiter. Und auch der Archetyp, der ich war, oder die Archetypen, die ich schon alle war, gerne war. Ja, also irgendwann sind sie auch nur eine Hülse. Also Mutter sein, Schwester sein, geliebt sein, weise alte Frau sein. Also mit dem habe ich mich lange nicht angefreundet, weil es einfach weise und alt sein, das war so wenig greifbar. Aber irgendwo ist es das auch, was also dann dir angetragen wird. Sei doch eine weise alte Frau. Und mein Mann allerdings, also mit dem ich ja doch jetzt schon Jahrzehnte verheiratet bin, sieht mich immer noch als junges Mädchen. Das ist das Faszinierende. Und das ist, ja, andererseits ist es natürlich sehr schön, dass das möglich ist. Ja, man kann ja auch die ehrwürdige Greisin werden. Muss man ja nicht nur. Ich habe dich jetzt nicht verstanden, Erika. Mir ist jetzt nur das eingefallen mit der ehrwürdigen Greisin. Weiß nicht, Ehrwürdige ob ihr das Greisin. Na, da kennt, habe die ich dann. hoffentlich noch ein bisschen Also Zeit. ganz. Ja. Die Greisin will nicht rüberkommen, nicht? Die bleibt irgendwo Also, hängen. vom Bert Brecht ist der Titel Die unwürdige Greisin. Ja, danke Anna. Ich glaube, Okay. das hat mich jetzt selber Besser, erinnert. besser. Weitaus besser. Und es geht Viel darum, um die freche Alte zu werden. Also mir geht halt durch den Kopf, ist das Abgehobene sozusagen, und ich merke, also mein Drive geht eher miteinander tatsächlich noch was zu bewirken, zu gestalten. Also was zu bewegen. Also ich merke, weil das halt vielleicht, keine Ahnung, also ohne Begründung, ich merke, da ist eine Lust oder eine Freude, also nicht von wegen weise Alte, sondern tatsächlich was bewegen, aber sehr achtsam. Also eben nicht übergriffig, sondern schauen, was da entstehen will. Nährboden sein. Ja, genau. Ja. Ja, ihr Lieben, wir sind praktisch mit unserer Zeit ziemlich am Ende. Ich jetzt spannend finde, das könnten wir vielleicht in einem anderen Treffen besprechen, die Archetypen, die wir schon durchlebt haben, weil das hat mich gerade nämlich interessiert, was du sagst, denn ich war da mal das und das und das und irgendwann ist es nur noch eine Hülse. Also das heißt, man durchlebt die und dann bedeuten sie nicht mehr so viel und dann vielleicht wählt man eine andere oder einen anderen Archetyp und das fände ich spannend, wenn wir das mal besprechen könnten. Und wo sind wir gerade? In welchem Archetyp rennen wir gerade durch die Gegend? Ja, Es kann gut. auch sein, zwei oder so, ich weiß es nicht. Das Also ich könnten habe es notiert, ja, Archetypen. für nächstes Mal können wir uns das vor. Ja, ich finde es spannend, was wir gemacht haben. Und wir könnten noch ein kurzes Checkout dazu machen. Erstmal, Anna, du hast es eingebracht. Wie weit bist du gekommen mit uns sozusagen? Und dann gehen wir noch mal die Runde rum. Ja, also jetzt danke. Also ich empfand es jetzt als langer Anlauf, bis wir so gefunden haben, wo geht es eigentlich hin? Spannend. Und jetzt habe ich so den Eindruck, jetzt könnte man konkreter werden und gleichzeitig, ich erzähle euch davon, wenn ihr daran interessiert seid, weil ich finde dieses Nährbodensein und die Archetypen, also jetzt habe ich das Gefühl, jetzt kriegt es Farbe und Leben. Danke euch. Für mich ist es irgendwie jetzt wieder sehr stark das Vogelbild.
weil ich sie einfach füttere, weil es mir Freude macht, zu sehen, wie sie dann schmeckt. Nicht aus irgendeinem sonstigen Grund. Und also wenn, und das ist vielleicht auch der Umgang mit den Enkeln, weil ich mich freue, wenn es ihnen gut geht damit und sie genährt werden. Und dass sie es auch nicht vielleicht ein bisschen leichter haben als andere es, als andere haben. Ja. Ja, das mit den Archetypen wäre spannend nächstes Mal. Danke, Heidi. Macht man. Ich mag daran anschließen, weil das mit der Freude, wenn es anderen gut geht, das hat sich bei mir in den letzten Jahren tatsächlich auch unglaublich gesteigert, wie ich mich wirklich freuen kann, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die in ihrer Mitte sind, die denen es gut geht, die klarkommen mit ihrem Leben. Ja. Und das Thema für nächstes Mal, also das Thema war, also es war interessant. Wir haben tatsächlich auch meiner Empfindung nach ein bisschen gebraucht, um irgendwo hinzukommen in der Ausrichtung. Aber das ist ja okay, ne? Das ist ja schon ein weibliches Vorgehen, so dieses Rumkreisen, bis wir dann in die Mitte kommen, ne? Und nächstes Thema, welche Archetypen haben wir schon durchlebt? In welchem Archetyp sind wir denn gerade jetzt? Das finde ich super. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich gebe weiter. Das, was du gerade gesagt hast, auch Marie-Rose, dass das also jetzt, dass man sich auch freut, wenn ja, und so Anteil nimmt auch an anderen. Ich habe gerade in meinem Handy, sehe ich gerade, da habe ich mir so einen Spruch hingeklebt und der heißt: Besonders glücklich bin ich, wenn einer glücklich ist, den ich liebe. Ein japanisches Sprichwort. Und das finde ich eigentlich total schön. Und mir geht es auch so, dass ich da wirklich viel, viel Freude empfinde, ob das jetzt meine Kinder sind oder die Enkel oder auch andere. Und das Zweite, was mir jetzt dazu einfällt, ich habe mal im Rahmen von einer Meditationsausbildung, habe ich mal so eine Archetypen-Meditation gemacht, die gar nicht schlecht ist. Und wenn wir uns mit den Archetypen so beschäftigen oder so, würde ich euch da mal durchführen, bei Gelegenheit mal. Das ist doch ein schönes Versprechen. Ja, ich fand es auch ganz schön heute wieder und es war eigentlich ein typischer Fall von Ko-Kreativität, nicht? Wie wir uns das so langsam wieder zusammen gefunden haben, nicht? Und das ist durch Beispiel erklären, was wir eigentlich sagen wollen, indem wir es tun. Das ist doch auch eine sehr weibliche Art des Seins. Ich danke euch alle. Und ich freue mich schon auf die Archetypen. Nächstes Mal. Ciao, Okay. ciao.